Hallo alle zusammen, hier ist Zango Joe und heute zeige ich euch Kong aus Godzilla vs. Kong als Mega Punching Kong Figur von Playmates Toys im ungefähren Maßstab 1 zu 300. So, der übliche Fraß, aber saumäßig lecker. Zwei Burger, das müssten die Cheeseburger sein. Doppel-Cheeseburger. Ja, mega lecker. Und Pommes, und dazu gibt es ja noch ja, die Tütchen, ne? Einmal Mayo und einmal Ketchup. So, ich meine, ja, der Hunger treibt rein. Und sie sind verdammt lecker. Ganz ehrlich, diese Fertigburger vom Lieferdienst sind mittlerweile besser als von den großen bekannten Anbietern. Vor allem, es ist unfassbar viel drauf. Soßen, Fleisch, da stimmt einfach alles. Und die sind ihr Geld noch wert, ne? Das, was du bei den Bekannten kriegst, ist ein Witz gegen das hier. Das hier ist um Klassen besser. Es ist mega lecker. Und du wirst da auch ein Weilchen satt von, ja? Und mega Pommes, richtig schön gesalzen und nicht so lasch wie bei den Bekannten. Claro kommt von Filiale zu Filiale unter Umständen unterschiedlich, aber das hier vom Lieferdienst ziehe ich mittlerweile jedem großen Burgerladen vor. Guten Appetit! Guck dir das mal an. Guck dir mal an, was da drauf ist. Das sieht so aus, wie es auf den Bildern von den Großen immer dargestellt wird. Aber das ist auch drauf. Wie geil ist das? Und dann noch hier Pommes und Ketchup. Oh mein Gott. Oh. Guten. Das hier ist alles Gundermann. Alles Gundermann. Alles essbar und alles gesund. Und da drüben geht es gerade weiter. Das hier auch. Alles Gundermann. Alles essbar und super gesund. Der wächst hier riesig groß, super knackig. Und man muss ihn bloß abschneiden und essen. Und hier reiht sich der Giersch an. Genauso. Super, super lecker. Und gesund. Und kostet alles nichts. What the fuck is this, Alter? So, und weil man ja bekanntlich auf einem Bein nicht stehen kann, habe ich hier auch noch Chickenburger. Ne? So sehen die aus. Schön Chicken drauf. Hier kann man sehen, ganz anderes Patty. Ne? Und auch wieder satt belegt, kannst du anders nicht sagen. Oh, der Hammer. Oh, die Kamera beschlägt, weil es so heiß ist. Ne? Hier auch wieder jede Menge Pommes dabei und natürlich die üblichen Verdächtigen, ne? Ketchup und Mayo. Also auch das absolut wonnig. Die kleinen Freuden des Alltags. Oh.
ich habe gerade ein Päckchen bekommen. Mit einer relativ extrem seltenen Sache hier aus Deutschland. Ne? Und Zettel geht auch einfach ab. Kann man direkt klauen. Junge, das ist ja wohl... das ist ja wohl so schlecht zusammengemacht hier. Moment. So, das Ding ist mal auf jetzt hier. Oh Mann, das ist... Wer packt so Sachen zusammen? Wer packt so die Sachen zusammen? Mein Gott, aber hier ist es. Ihr seht schon. Ach du Scheiße, schlimmer als befürchtet. Naja, gut. Das hier ist das Lava Search Set von Mattel 2018, meine ich. Das Set gab es nur in USA und Mexiko. Die Frau hat einen spanischen Namen, also vermute ich, dass sie aus Mexiko kommt. Ja, das Ding, sogar noch Schleimreste dran. Das Ding wird sowieso geputzt bis zum Geht nicht mehr. Torbogen, noch alles dazu. Gitter ist noch dran, sehr schön. Ja, also ich werde da putzen müssen wie Sau. Hier wollte ich sowieso die kleinen Blätter bemalen, dass es einigermaßen gut ist. Ein abbrechbares Teil kommt mit, das andere hat die verloren. Sehr schön, dieses Geländerstück, auch geil. Das Ding ist komplett, bis auf den Baryonyx, Schleim und... Ach du Scheiße, ey, meine Herren. Ich habe hier noch einen Umschlag vom guten Tommy liegen, von der Ostsee, ne? Man sieht's, Leuchtturm, Ostsee. Oh mein Gott, und ich sehe hier 2022, ach du Scheiße. Ja, ich habe das schon lange hier bei mir rumliegen, denn ich habe so einen kleinen Stapel mit Päckchen, Paketen, Umschlägen, wo Sachen drin sind, mit denen ich mich immer belohne, ne?
Und er hat, glaube ich, nichts dagegen, wenn ich hier ein Video drüber mache. Darum haue ich das hier einfach bei Rupi & Friends mit rein. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Aber wenn ich so hier ein bisschen fühle, dann bewegt sich das. Und ich habe irgendwie das Gefühl, er hat mir da CDs reingepackt, Fragezeichen. Wir unterhalten uns auch immer mal wieder über Musik. Ne? Er lebt Metal, ich bin eher so Rock, Pop, Prog-Rock und die Geschichten. Ne? Und ich bin gespannt, was er mal reingepackt hat. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch was ganz anderes. Vielleicht sind es auch Bücher. Nee, komm, das sind CDs. Also komm, ganz schnell reingucken. Ich schneide es hier mal auf und bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich sage ja, das liegt jetzt schon echt sehr, sehr lange da, Tommy. Sorry dafür, ja? Okay, also hier nochmal verpackt in Folie, wie es... Ja, sind sie... Nein! Ich sehe schon hier! Das ist auf jeden Fall Manowar! Du hast mir Manowar geschickt! Ach was? Ja, aber Manowar sind doch deine absoluten... Das ist eine mit deinen absoluten Lieblingsbands, oder? Manowar, Louder Than Hell und ja, der Triumph des Stahls. Wie geil ist das denn? Ja, Manowar, das ist so epischer Metal, würde ich mal sagen. Ich habe in ein paar Songs reingehört. Das waren so Metal-Balladen oder halt so episch. Aber hatte einen guten Wumms, konnte man echt anhören. Warum erinnere mich das hier an Boris Vallejo? Sieht original aus wie ein Bild von Boris Vallejo und auch diese Hand hier. Nee, das ist nicht unbedingt Boris, aber ne, der Stil halt geht in die Richtung. Okay, ja, wie geil. Ja, dann hast du die also doppelt und dreifach, nehme ich mal an. Denn ich denke mal nicht, dass du dich davon trennst. So, die hier ist von 96, Louder Than Hell. Und die hier 92. Also ich werde es mir auf jeden Fall reinpfeifen. Ja, super geil. Super, super geil, super heile angekommen, kein Riss und gar nichts. Ja, schöne dicke Booklets, freue ich mich drauf, werde ich mir angucken und ich werde dir berichten. Ne? Also ich pfeif's mir auf jeden Fall rein. Sehr schön, also vielen, vielen lieben Dank. Ich fühle mich geehrt und bin extrem gespannt, das hier mal in einem Stück, an einem Stück zu hören. Ich betrachte ja immer so eine CD als Werk, als Gesamtwerk. Bin kein Fan davon, wenn man sich nur einzelne Lieder rauspickt für sich selber, für eine Best-of oder sowas, ja. Aber man sollte eigentlich Songs teilweise auch im gesamten Umfang hören. Also das ganze Machwerk. Und da klingen dann einzelne Songs, die man so hört und vielleicht nicht ganz so findet, klingt dann im ganzen Konzept dann teilweise schon wieder anders. Also vielen, vielen lieben Dank, Tommy. Ganz viele Grüße an dieser Stelle. Lang hat's gedauert. Endlich wird's wahr. Wie geil ist das, ne? Hier, Pommesgabel und ganz viele Grüße an die Ostsee, mein Lieber. Geil. Du bist doch Frosch-Experte. Ich spiele dir mal die Aufnahme ein. Was für ein Frosch könnte das denn sein? Moment, pass auf. Ich lade dir schön die Audio rein. Moment. Hast du sowas schon mal gehört? Welcher Frosch tut so? Oh, hör mal. Der hätte vielleicht ein bisschen länger aufnehmen sollen, weil ich habe da so einen Verdacht, weil es gibt Frösche, die haben zwischendurch diesen Ton, aber haben auch andere Töne dazwischen. Verstehst du, was ich meine? Zum Beispiel Seefrösche haben manchmal ein helles Keckern, aber auch andere Töne noch dazwischen. Und wenn man jetzt nur so ein kurzes Stück hat, könnte das auch ein Ausschnitt aus dem Seefrosch sein.
Aber auf jeden Fall hört sich dann nach einem grünen Frosch an. Ja, dieses grüne, dieses Meckern hört sich nach einem grünen Frosch an, ne? Ja, ich hab's auch gedacht. Ich habe ihn gefilmt, den Frosch. Ich habe ihn gefilmt. Ich schick dir das Bild. Ich schick dir das Bild. Ich zeig's dir. Es ist der Deckelfrosch. Da siehst du, so kann man die Leute reinlegen, aber hört sich echt an wie ein grünen Frosch. Hör mal, Hammer, das ist eine gute Froschstimme, ja? Hallo, und heute mache ich das Review zu Kong, Mega Kong. Ich wollte dieses Video widme ich Ruby Balz. Ja, Ruby, das Video ist für dich. Es ist so geil. Jesus Gott, oh bitte, lass uns doch jetzt endlich von dieser Erde verschwinden, ja? Mamma mia, eine kalte, abgestandene Pizza, aber sie ist garantiert trotzdem ultra lecker. Schmackofatz.